Verliebe ist Herzensgut und liebe ich deshalb schreib. Die Zunge geht auf deiner Zunge. Liebe ist mein Chef, mein strenger Boss, mein Häuptling. Glück hat, das war ein großer Vorteil, schon die Strichfassung, den Szenenablauf dargeboten, weil ihm ja vorgeschwebt hat, welche Geschichte er erzählt. Und diese Geschichte gefiel mir sehr. Es gefiel mir deswegen, weil es die Chronik eines angekündigten Todes war, weil es Körpertheater war. Liebe ist die Gravur auf dem Golde der Sklavenschelle. Liebe ist die Lebenslust des Knechts in seiner engen Zelle. Kein Wort stammt von Molière in unserer Fassung. Es ist ja nicht so, dass ich dann eine Art Strichfassung vornehme oder eine Art Collage. Nein, nein, nein. Ich habe die Originale gelesen und nie wieder nachgeschlagen. Weg. Tatsächlich auch in der Liebe, es ist ein Liebesthriller. Und dieser Mann im wirklichen Leben, genauso wie es im wirklichen Leben und in der Kunst darum geht, Scheiß zu geben auf Konsens, ist der auch einer, der lieber böse ist, als auf die Konventionen einzugehen. Denn was machen die Konventionen mit uns? Was machen sie? Sie deformieren uns. Wir sind dann nette Weltbürger. Das Ende, nämlich diesen furiosen Wutausbruch von Thomas Thieme, dem großartigen Schauspieler, habe ich geschrieben, ein Tag nach einem schweren Busunfall, den ich überlebt habe mit meiner Mutter, einem Unfall mit 15 Toten und 21 Verletzten. Wo war das? Das war in der Türkei. Also, kann ich sagen, es hatte mich so durchdrungen und ich war im Grunde genommen dieser Thomas Thieme. Ich war derjenige welcher und Glück hat wohl die Fassung wohl sehr gut gefallen. Leute, die auf das Platte starten, werden mit der Zeit auch platt und denunzieren das Theater als das Alte. Ich bin sehr skeptisch, was das Moderne anbetrifft. Das Moderne zeichnet sich vor allem durch Affigkeit, durch Lautstärke und durch Moden aus, das meiste. Das Theater ist deshalb großartig, weil da Menschen sind. Es sind Menschen auf der Bühne und sie verstecken sich nicht hinter einem platten Bildschirm. Für mich ist Theater sehr aktuell und es wird auch aktueller werden. Und diese Mode der Ironisierung oder der platten Kontrastierung eines Textes mit irgendwelchen großen Leinwandbildern, diese Mode wird auch vergehen. Also ich finde, ich habe große Lust auf das Theater.